Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark. Wir haben endlich die Trapper-Hütte hier wieder erreicht. Und guck mal, was wir so kriegen. Da haben wir noch einen Can-Opener. Ich lasse das erstmal liegen jetzt, weil wir eh voll beladen sind. Und erstmal irgendwie zusehen müssen, was wir jetzt hier machen. Simple Tools, aha. Beef Jerky essen. Plastikcontainer. Was ist denn hier? Ein Hunting Knife. Nice. Knife. Voll Knife, ey. Locker. Der ist diesmal gar nicht lockt. Tinderplug. Bandage, Antibiotics, Antiseptik. Alles da. Geil. Holz. Aber ich sehe gerade, hier ist gar nicht, hier gibt es gar nicht so viel zum Abstellen. Also, ne, wir sind jetzt hier irgendwie am Limit. Und guck mal, können wir uns mal wieder ein Stückchen Fleisch in die Pfanne hauen. So, hier gucken wir nämlich Firestriker. Tinderplug, Recreation Wood, Firelock, Fire Duration 2 Stunden. Machen wir das? Lohnt sich das? Ja, machen wir, komm. Ah, das war dumm. Wir hätten das andere Holz benutzen sollen. Dann wären wir mehr Gewicht los für die gleiche Brenndauer. Oh gut. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir das Reclaimed Wood nämlich benutzen. Oh, der... Oh. Nö, dann benutzen wir lieber die Matches, solange wir die noch haben. Obwohl, verbraucht man den Tinder dabei auch? Aber da lag ja auch noch eine Zeitung. Wir haben ja auch genug noch... Ich glaube, wir haben genug Tinder. Ach, guck mal, 19 hier kommen, ey. Ich geize hier rum. Ha! Jawohl! 54% Firestarting. So, wir legen direkt das ganze Reclaimed Wood da rein. So, dann kochen wir uns ein Fleisch. Und essen uns das schön. Wenn es ihn guckt, genau. Eat. Nice. So. Dann nehmen wir jetzt die Simple Tools. Take. So, und jetzt können wir nämlich auch... Jetzt können wir nämlich auch unser Hatchet reparieren. Nein, das wollten wir nicht. Wir wollten das Hatchet mit... So, und zwar nicht mit dem Sewit Kit, sondern mit den Simple Tools. Time for Repair. 1 Stunde 22. Ja, was soll das? Wir haben ja keine Wahl. Ah, falsch. Ah, verdammt. Ja, jetzt ist nämlich... Hat's was gebracht? Ich weiß es nicht. Habt ihr was gesehen? Tool. Hatchet. 100%. Nice. Das war jetzt ziemlich dumm, weil ich wollte noch ein bisschen Wasser. Trottel, ey. Ja, komm. Da hätte ich das Wasser erstmal kochen können mit dem Feuerchen, was da noch brannte. Und wenn das Feuer aus ist, wieder gemütlich hier. Ihr wisst schon. So langsam. So, jetzt kann ich mir nämlich... Wir haben 4 von diesen Pillen wieder. Machen wir mal 4 Wasser. Komm. Jetzt sind wir schon wieder müde. 2,8 Liter Wasser. Supi. So, gibt mir das Knife. 68 Condition. Alles klar. So, dann... Wir schlafen erstmal 6 Stunden. Dehydrated. 3 Tage, 10 Stunden. Nice. Es ist mitten in der Nacht. So, jetzt können wir nämlich Food and Drink... Genau. Purifying Water. I purify. 9 hier. Und gehen uns die Kalorien schon wieder leer. Jetzt trinken wir uns erstmal schön ein Schlückchen hier.
Es werde Licht, sprach Schwarzenegger und steckte Arnold in den Stecker. Gib die Stoff. So, mich nervt das, das Ding hier rumzuschleppen. Wir machen das mal. Wir stellen das mal. Nee, wir stellen das woanders hin. Und zwar da. Da. Ja, so ist doch heimelig. So, und jetzt, hier. Beef Jerky. Zack, gib. Soda, gib. Not available. Ja, ach so, ja. Jetzt habe ich die Workbench. Ich wollte aber an den Drawer eigentlich ran. Beef Jerky, jawohl. Soda, jawohl. Haben wir erstmal wieder mit Essen und Trinken ausgesorgt, nämlich. Das ist sehr, sehr gut. Komm, nehmen wir nochmal eine Zeitung. Zack, und dies und jenes. Und unser Can-Opener hat noch 82%. Das ist gut. Achso, ich kann ja mal gucken. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Hunting Knife. Für Firewood fehlt. Das ist doof. Hunger haben wir. Dann esse ich jetzt hemmungslos das 22er Beef Jerky, wenn das eh alles nicht schlecht werden kann. Hier gibt noch das Beef Jerky. So, hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. Also irgendwie, ne, man macht sich ja so seine Sorgen, aber trotzdem. So, liegt hier noch was? Nö. Ich muss doch... was machen wir? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Hier, Metal Container. Der hat noch Wood Matches. Nice. Antibiotics, immer gut. Wollmütze, auch schön. So. Wir haben es 3 Uhr. Wir. Achso, nee, 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 nee. Erstmal vergleichen wir nochmal. Closing. Hier, Basic Woolhead. 0,4 und 0. Was haben wir? Wir haben immer noch unseren Start-Toko an, ne? Brauchen wir also nicht. Wir haben... Unsere Wollsocken sind auch besser. Und sonst haben wir nichts Neues. So, dann können wir das nämlich harvesten. Einmal die Wollsocken. Wie die Zeit vergeht beim Wollsocken-Zerschnibbeln. Unglaublich. Und einmal die Wollmütze. So. Und jetzt reparieren wir nämlich mal was, was wir anhaben. Unsere guten Stiefel nämlich. Die brauchen einmal Stoff und Leder. Machen wir schön mit dem Sewing Kit. 1,5 Stunden. Leck mich am Schuh. Für 25 Reparatur. Unglaublich. Aber dafür halten die jetzt erstmal wieder ein bisschen. So, der gute Schal. Der kostet nur 30 Minuten. Das machen wir. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir natürlich wieder Hunger und Durst und sind müde und... Hunger, müde, pipi, kalt. Als ob man mit einer Frau einkaufen geht. Oder... Ja. Nichts gegen die Damen der Schöpfung, aber... Ist halt so. Ja. Bin nur froh, dass der nicht noch Harndrang hat und man dann auch ins Warme muss, weil einem sonst der Strahl festfriert hier. Das wäre ja noch schöner. Trinken wir noch eine Soda. So. Und die Lampe stecken wir mal mit... Achso. Ah, hier haben wir vergessen. Ist es hier bei der Lampe warmer? Das ist ja auch gut. So, die können wir mal da ausmachen, ehe uns die einfach so leer geht. Was sagt denn jetzt unser Gepäck immer noch fast voll? Was haben wir denn so Schweres dabei, Leute? Wait. Gewicht alles. Jerry Can. Wiegt 2,1 Kilo, ja. 2 Kilo Stoff. 2 Kilo Firelock. Stiefel 2 Kilo. 1,80 Kilo. Ist alles einzeln gar nicht so schwer, ne? Es läppert sich so. Ach, guck mal. Hier, die können wir mal refuelen. Und dann...
Haben wir eine Jerrycan schon mal fast leere. So. Mann, 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 Mann. Hier ist Scrap Metal. Kann man... Die Simple Tools kann man mit nichts repairen, ne? Wir müssen noch einmal... Ja, kommen wir... Ich, guck mal, wir haben jetzt eh nochmal Hunger. Machen wir nämlich nochmal ein Feuerchen. Genau. Machen wir nochmal ein Feuerchen, kochen uns nochmal das Zeug, essen das. Dann sind wir nämlich einmal Holz wieder los und einmal das Fleisch. Und haben wieder nichts zu essen dabei. Wir sind so vollgepackt. Wir müssen... Wir machen das anders. Nämlich, wir werden uns nicht hier einrichten, weil hier ist ja nichts zum... Nichts zum Lagern. Oh, das wäre auch fast schon verdorben, das Fleisch. Wir gehen... Da zum Dings. Zu der... Wie heißt der denn? Die Jackpot-Hütte. Food and Drink. So. Venison... Condition 65%, das ist schon... Aber wir haben ja Antibiotics, komm. Gut, jetzt habe ich einmal gelauscht, ob er sagt, I don't feel so good. So, wir haben es jetzt 6.30 Uhr. Wir trinken noch die Soda und dann haben wir noch 1 Liter Wasser. Ja, damit kommen wir... Damit kommen wir über den Tag, sage ich mal. Guck mal, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Gepäck. Sehr schön. Der Ofen ist schön warm. Wollen wir den nochmal benutzen für irgendwas? Ja, aber wenn ich jetzt wieder Wasser sammel, dann... Haben wir wieder das Gepäck wohl. Kriegen wir einen halben Liter gekocht in 5 Minuten? Kriegen wir nicht. Schade. Egal. So, hier haben wir alles jetzt. Haben wir gar nicht. That'll come in handy. Nice! So, okay. Jetzt aber wirklich. Ah, nee, an dem Locker waren wir noch nicht. Und an dem First Aid Ding waren wir auch noch nicht. Oh, da haben wir wieder das Gepäck voll. Nochmal Simple Tools. Du kriegst die Tür nicht zu. You don't get the door closed. Wo... Hope nobody needs this anymore. Oh, nice. Wie machen denn andere Menschen das? Kann man das mal erklären? 20, die wiegen ja auch nix. Hier, das wiegt ein bisschen was. Wir nehmen mal... Wir hauen mal die drei schlechten raus. So, wie viele Bandagen haben wir? Auch zu viele. Guckt euch das mal an. So viele braucht doch kein Schwan. Die haben alle 100%. Zack. Nein, nicht das Antiseptik. Mann, was bist du für ein Typ? Aber ist mir auch nicht wohl dabei, das... Leute. Ist mir auch nicht wohl dabei, die guten Sachen hier hinten hinzulegen. Was wiegen denn die Flares? Auch nix. Das Firelock wiegt da 2 Kilo, ne? Aber das ist unser letztes Holz, was wir jetzt in der Tasche haben. Hier, Jerrycan, komm. Ja, ja, wir werfen die volle da rein. Achso, die passt da nicht rein. Dann packen wir die in den Locker. So. Ach, hier. Da ist auch hier. Ah, 40 Kilo kann man in den Locker packen. Können wir uns ja doch hier einrichten. Aber irgendwie, also so vom Gefühl her, würde ich sagen, die andere Bude ist halt irgendwie zentraler. Da kann man dann besser wohnen irgendwie, oder? So. Ist jetzt 7:30 Uhr morgens, da können wir schon mal schlafen gehen. Schlafen mal nochmal 6 Stündchen, muss ja reichen. Der kann ja nicht immer nur müde sein, der Kollege. So, 2:30. Durst hat er, Hunger hat er, können wir noch eine Grape Soda trinken. Perfekt. Haben noch 1,8 Liter Wasser dabei, unsafe. Können wir noch eine Pille reinschmeißen, wenn wir Durst kriegen. Sehr schön. Haben wir noch was zu essen dabei? 2 Candy Bars, die reichen erstmal. Und raus. The Outdoors. So, Lampe weg. Oh, voll die Rehe. Wenn wir mal eine Waffe hätten, wa? Können wir das Hunting Knife jetzt benutzen? Ach, jetzt können wir aber wahrscheinlich... Oh, weiß man nicht, ne? Hier, diese Locked Lockers.
Kann man bestimmt mit dem Knife aufknacken. Ich finde, man hätte auch den Safe mit dem Knife aufknacken sollen. Können, dürfen sollen. Jetzt sind da zwei Rehe und wir haben keine Chance. Hm? So, wir gehen mal hier lang jetzt dann weiter und gucken, wie es hier so abgeht. Beim letzten... Ach, guck mal. Da, genau, da lag ja das tote Reh hier noch drin. Ah, Feuerholz. Fir Firewood. Ah, das ist das. Das war doch das, was wir zum Reparieren benutzen konnten. Bum, 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 reparieren. Ah, guck mal. Kann hier Simple Tools mit Simple Tools reparieren. Repair Amount 30. Ja, das würde sich lohnen. Sollten wir machen, oder? Ne, wir machen aber erstmal das Hunting Knife. Dauert nämlich nur 1 Stunde 7. Guck mal, wie die Schatten wandern dabei. Cool, wir haben ja sonst sowas immer nur drin gemacht. Nice. Okay. So. Ja, eine Portion Fleisch. 6 Minuten, schaffen wir. So, das Hatchet hat nur 1% Haltbarkeit. Wird es hier schon dunkel? 15.11 Uhr, können wir gleich wieder schlafen gehen. Nee, aber wir tun jetzt hier lang. Ich will jetzt sehen, wo es hier lang geht. Letztes Mal sind wir hier gestorben. Ob das wirklich... Also vom Gefühl her würde ich sagen, wir müssten jetzt hier lang bald wieder in Richtung Dings kommen. Vom... Wenn mich meine Orientierung nicht arg trügt, in Richtung irgendwas, was wir schon kennen. Man läuft ja ein bisschen im Kreis. Ich glaube nicht, dass das so eine riesengroße Map ist. Also was heißt nicht riesengroß? Ich meine, wir sind jetzt hier... Nicht zuletzt aufgrund von Toden... Haben wir die, glaube ich, noch nicht einmal komplett durcherkundet in... wo sind wir? In der 9. Folge. Aber ihr wisst schon, wie ich meine. Schleppen wir uns den Hügel rauf. Und wofür? Alles für die Aussicht! Ach, ist es nicht schön. Nee, sind nicht. Kommen wir hier irgendwo anständig runter? Hier. Ich laufe jetzt hier einfach hemmungslos lang. Also wir müssen nur einfach mal gucken, wo wir hinkommen, ne? Ja, wo kommen wir denn da hin? Guck mal. Kommt mir bekannt vor. Die kaputte Butze. Ja, sind wir in der Tat im Kreis gelaufen. Deadfall Area. Hier haben wir... Ich weiß gar nicht mehr, welchen Speicherstand angefangen. Aber einen von unseren Speicherständen haben wir ja angefangen. Okay, dann kommen wir so rum dahin. Und da... Ja, wir gehen jetzt aber erstmal auf jeden Fall zu der Hütte zurück. Auch wenn ich gerne wüsste, was hinter diesem Hügel liegt. Aber wir gehen erstmal zur Jackpot-Hütte zurück, weil es bald schon wieder Nacht wird. Und ich habe echt keine Lust, die Nacht im Freien zu verbringen. Tut mir leid, Leute. So ein Schweinkram werdet ihr mit mir nicht erleben. Wie geht's uns so? Ein bisschen Hunger haben wir und Durst. Kommen wir hier nochmal... Ach, erstmal... Chocolate and Nuts, jawohl! Egal, wie schlecht die Situation ist, wenn du nochmal zum Naschen hast, geht's doch. Außerdem, ha, 3 Tage, 23 Stunden überlebt. Das 5-Tage-Achievement kriegen wir, Leute. Locke vom Hocke. Ah ja, seht ihr, da hinten ist wieder der Container, da ist ein Hund. Hier ist wieder der Einsturz, dann kommen wir nämlich genau hier lang wieder. Hoffe ich. Meine ich. Ja, dann sind wir ja einmal im Kreis gelaufen. Ist so ein kreisförmiges Areal. Aber wir haben immer noch keine... Kann ja nicht sein, oder? Also hier rennen ja die Tiere... Ja, genau. Wunderbar. Hier rennen ja die Tiere rum. Und wir haben ja auch schon Rifle-Ammo gefunden. Es muss ja hier irgendwo ein Rifle geben. Dann müssen wir vielleicht nochmal zum Staudamm gehen. Jetzt, wo wir das Hunting Knife haben. Und dort diese Sachen aufknacken. So. Schön. Home. Sweet Home Zone. War das ein Glühwürmchen? So, was können wir denn? Wo können wir denn? Wie können wir denn? Ja.
So, was passen da rein? 5 Kilo passen da rein. Nee, wir machen hier, genau, da wo es hingehört. Kommen die Medikamente rein. So. Ja, 2 reichen, oder? Wenn uns was passiert, dann sterben wir eh schnell genug dran. So. Bandagen reichen auch 2. Das gebe ich alles nicht her. Das gehört auch gar nicht mehr rein, Leute. Was macht ihr denn? So, einmal Feuerholz in der Tasche haben ist nie verkehrt. Und wir haben nur noch 1, glaube ich. So, was können wir denn da unten Schönes reinlegen? Dum, 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 dum. Hier, 120 Karten. Ja, die wiegen aber auch nichts. Das lohnt nicht. Hier, die 20 Stoff können wir da rein tun. Wir können natürlich aber auch noch ein bisschen was reparieren. Haben wir noch Essen? Einmal Fleisch, haben wir noch unten eine Candy Bar, ne? Das wird mir zu knapp. Ja, wir müssen auch schon wieder losmarschieren morgen. Ja, unsere Sachen halten erstmal lange genug. Wir legen den scheiß Stoff da erstmal rein. All. Hallo. Und das Leder dazu. Leather. All. Zack. So, hier oben machen wir. Habe ich nämlich gerade gesehen. Ich weiß, die werden auch nichts wiegen, ne? Ja, aber Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben. Wie viele haben wir denn noch? Firestriker. Wie heißen die denn? Tinder irgendwas, ne? Hier, Tinderplug, 17 Stück. Also wenn wir nicht innerhalb von 17 Lagerfeuern wieder hier nach Hause finden, dann weiß ich es auch nicht. Zack. Alle rein. Und dann wieder von an runter scrollen. Was? Achso, er hat schon wieder Hunger. Die Geräusche machen mich mal ganz kirre. Wo sind sie denn jetzt? Bin ich dumm? Blind? Dumm. Dumm bin ich. Newsprint Roll, da ist er doch. So. 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 Back. Und dann kommen hier nämlich. Ich habe nämlich gesehen, da haben wir ein bisschen viel von. Sewing Kits. Da kommen die 100 da rein. Verzeihung, einmal gegähnt. Und die. Was brauchten wir denn dafür? Das lohnt sich vielleicht, das. Das war falsch. Reparieren. Simple Tools mit. Simple Tools. Ach, die kann man mit sich selbst reparieren sogar. Das probieren wir jetzt mal. 40 mit 40. Nee, dann probieren wir mal das 53er hier. Die besseren. Simple Tools mit Simple Tools. Cannot repair a tool with itself, dachte ich mir. Dann reparieren wir, aber kann man die? Ja, wir können die hin und her reparieren eigentlich. Dann machen wir mit dem besseren, solange wir Scrap Metal haben. Das wird ein Problem. Das wird ein Problem mit dem Scrap Metal und hat nicht geklappt. Und jetzt haben wir kein. Ja, schöne Scheiße. Hat nicht funktioniert, jetzt haben wir kein Scrap Metal mehr. Aber Hunger und Durst haben wir dafür. Schön. Und müde sind wir auch schon wieder. Ich denke die ganze Zeit, ich bin Harry Potter hier mit dem Stab. Meine Güte. So. Was wollte ich? Einmal die Simple Tools hier wegpacken. Dann packen wir mal die schlechteren weg und benutzen unterwegs vor uns jetzt aber die guteren. Guck mal, jetzt haben wir wieder fast 8 Kilo frei. Und jetzt müssen wir, wisst ihr, was wir jetzt machen nämlich? Wir machen jetzt einmal Holz sammeln. Und zwar Maximum Fuel Find First Chance First Hour Estimated Wear on Hatchet minus 10%. Oh, wir haben kaum Kalorien. Ja, machen wir trotzdem. Zack. Geh mal eine Stunde foragen, mein Freund. Schwuppdiwupp. Hungry. Das sollte aber kein Problem sein, das Hungry sein, weil ein Reclaimed Wood haben wir jetzt gekriegt. Das ist ja nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst, bitte. Wir haben doch noch ein Fleisch jetzt, ne? Und das Fleisch macht ja 1000. Nice, wenn wir jedes Mal das Feuer ankriegen. Voll gut. Da, guck.
Ey, guck mal da. I'm gonna need to eat soon. Ja, ja, ich weiß. So, in 5 Minuten kriegen wir auch keinen halben Liter Schnee mehr geschmolzen. Brauche ich mir gar nicht. Brauche ich mir gar keine Mühe zu geben. So, wenn es ihn guckt, ab geht er. Condition 100%. Wenn da jetzt was schief geht, dann weiß ich es aber auch nicht. Zack. Essen wir noch das Candy Bar. Was kostet die Welt? Equipment. Water Portable. Achso, müssen wir? Müssen wir. Uff, der hat immer noch Hunger. Das ist natürlich schlecht. Natürlich richtig schlecht jetzt. Wir müssen, das ist doch nicht wahr. Du kommst auf keinen grünen Zweig hier, ne? So, aber wir sind jetzt bewerkzeugt. Wenn wir jetzt wieder über eingefrorene Tiere... Oh, es ist erst 19 Uhr. Kann ich noch nicht richtig schlafen gehen. Ich gucke mal nochmal raus. Ich gucke mal nochmal raus, ob wir was Eingefrorenes finden. Weil, also... ja, wir müssen nochmal zum Damm zurückgehen. Die... Ah, hier lag doch was. Ein Wolf! Wir müssen nochmal zum Damm zurückgehen. Die Dings sammeln. Bum, bum, bum. Huch. Die Locker. Da müssen wir nochmal reingucken. Nee, scheiße, das war nur ein Korps. Das war gar kein Tier. Genau, genau. Das machen wir als nächstes. Wir gehen zum Damm. Und gehen an die Locker ran. Und hoffen, dass wir vielleicht unterwegs, weil sonst sehe ich echt hungrig schwarz hier finden. Das große Problem ist, jetzt sind wir erstmal, jetzt ist auch erstmal Nacht. Das bedeutet, dass wir unterwegs wahrscheinlich ein bisschen verhungern. Weil wir schon echt hungrig sind. Ah, wir können doch auch, als wir doch einmal gespawnt sind, sind wir doch am See gespawnt. Da hatte doch der Typ das Peanut Butter Glas in der Tasche. Vielleicht, ja, wir gehen erstmal nochmal zum See und gehen da den komischen Weg lang. Der uns, wo hatten wir uns? Ja, der hat uns auch zum Dings geführt, genau. Wir gehen zum Damm, aber am See lang. Aber wir verhungern. Nee, wir verhungern so schnell nicht. Oder? Haben wir noch Wasser? Weil wenn wir jetzt schlafen, da ist er immer hinterher ganz schön durstig. Ah, oh. Ach, guck mal, wir können da hier noch einmal... Können wir noch mal fettes Wasser machen. Abracadabra. Purified Water. Zack, mit meinem rot-weißen Zauberstäbchen hier. So, schlafen wir 10 Stündchen und morgen früh... Gleich in der Früh machen wir uns auf den Weg. Genau. 4 days, 14 hours. Kommt, Leute. 10 Stunden müssen wir noch durchhalten. Hunger und Durst. Hunger werden wir schon überleben, irgendwie. Nimm den Schluck. Schluck, Tuluda! So. Oh, nur noch 10 Stunden, dann haben wir die 5 Tage geknackt. Ich wäre so stolz auf uns. Gut. Aber bevor wir das machen, bevor wir uns an die letzten 10 Stunden ranwagen, machen wir nochmal ein Päuschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play The Long Dark. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.